Es ist viel passiert in der letzten Zeit. Inzwischen habe ich meine Schmiede aufgebaut und bekomme zum Glück auch genug Aufträge rein, um hier gut leben zu können. Guten Tag, Herr Desi. Ich weiß, Sie haben viel zu tun. Dennoch benötige ich Ihre herausragenden Schmiedekünste. Könnten Sie mir bitte 64 Patronen bis morgen Abend herstellen? Bezahlung liegt bei. Ich meine, ich konnte mir sogar einen Kakao leisten. Und ich sag euch, so einen leckeren Kakao wie bei Herrn Nest habt ihr noch nirgendwo getrunken. Und mit all den neuen Freunden, die ich hier in dieser Stadt kennenlernen durfte, die Sehnsucht nach der alten Stadt zum Glück auch nicht so hoch. Obwohl ich hier viel mehr zu tun habe als in meiner alten Stadt, Dizzy-Kaka-Land, so glaube ich, war es doch eine richtige Entscheidung, nach Desperado zu kommen. Also Dizzy, du solltest dir echt mal eine Auszeit nehmen. Stimmt, du warst schon lange nicht mehr mit Nachtschatten unterwegs. Eben. Aber was ist denn damit meinen Aufgaben als Schmied? Ohne mich hat die Stadt auch keine Munition mehr. Naja, für einen Tag könnten wir hier auch mal übernehmen. Ich habe sowieso gerade nicht so viel zu tun. Das würdest du tun? Ja, wenn du vielleicht eine Kleinigkeit springen lassen würdest, würde ich das tun, ja? Herr Ness, jetzt seien Sie nicht so gierig. Dizzy, wir schaffen das schon. Seid ihr euch sicher? Ja, doch. Ja, komm. Na gut, dann lass mich nur noch meine Sachen zusammenpacken und ich bin weg. Okay, dann lass mal gucken. Was brauche ich denn so? Also Brot brauche ich auf jeden Fall. Ein bisschen Wasser wäre ganz gut. Eine Angel. Ja, Fische für Nachtschatten wäre eigentlich auch ganz gut. Natürlich Feder und Tinte. Und auch eine Karte. Kartografieren, das habe ich auch lange nicht mehr gemacht. Das werde ich auf jeden Fall auch tun. Dann natürlich noch meinen Boomerang und ein paar Karotten für Nachtschatten. Das wäre ein toller Ausritt. Wir sind dann mal weg. Okay, dann viel Spaß, ne? Und Pass auf dich auf. Ja, sei vorsichtig. Da draußen ist es gefährlich. Fertig. Und wie? Danke euch. Und macht meine Schmiede nicht kaputt. Nein, wir doch nicht. Bis dann. Bis dann. Na, Kumpel? Hast du Lust auf einen Ausritt? Hab ich mir doch gedacht. Au, Nachtschatten, das tut weh. Ich sterbe. Ach komm schon, schau nicht so böse. Das war witzig. Na komm, dann lass uns losreiten. Diese Landschaft kenne ich gar nicht.
Ich werde sie mal kartografieren. Weißt du, was mich wundert, Nachtschatten? Wir haben schon eine ganze Weile keine anderen Atacamas mehr gesehen. Nicht mein Foliage. Ich wundere mich, wo die alle hin sind. Naja. Immer hast du dann Spaß, ne? Aber friss nicht alle Fische auf einmal auf. Ich frag mich aber echt. Wow, was war denn das?